Ja, ich bin hier, weil ich für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses bin. Auf jeden Fall. Für mich ist der Hypo-Alpe-Adria-Skandal der größte Skandal der Zweiten Republik. Und da muss einfach die politische Verantwortlichkeit aufgedeckt werden. Der Waisenrat, der jetzt von der Regierung versprochen wird, der kann eine politische Verantwortungsaufklärungsarbeit nicht ersetzen. Das ist ganz etwas anderes. Ich sehe das nur als Sand in die Augen streuen der Bevölkerung und nichts. Sie haben auch die Chance genutzt, mit Abgeordneten zu reden. Sind diese Antworten für Sie befriedigend? Ja, ich habe die Chance gehabt, mit Abgeordneten zu reden. Es ist leider Gottes nur ein Abgeordneter da, einer Regierungspartei, ein Salzburger Abgeordneter der ÖVP. Seinen Namen weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe auch mit den anderen Parteienvertretern schon gesprochen, aber die Oppositionsparteien und die Vertreter von ihnen sind ja sowieso für den Untersuchungsausschuss. Für mich wäre interessanter gewesen, ich hoffe, dass es noch stattfindet, dass auch Abgeordnete rauskommen, die gegen den Untersuchungsausschuss sind. Mich würden gern ihre Argumente interessieren und außerdem hätte ich natürlich gerne ein paar Fragen an Sie gestellt. Ne? Und welche sind das? Ja, da gibt es eine Menge Fragen. Also zum Beispiel ist mir nicht klar, warum 300 Millionen Euro Steuergelder für Beraterhonorare ausgegeben wurden in den letzten 4 Jahren. Um eine Lösung für dieses Problem zu finden und bis heute gibt es keine vernünftige Lösung. Ne? Das ist mir zum Beispiel nicht klar und dann finde ich es einfach schlicht und einfach skandalös, dass bis jetzt bereits 4,8 Milliarden, laut Medien zumindest, an die Hypo Alpe Adria aus Steuergeldern bezahlt worden sind, so einfach ohne die Bevölkerung darüber zu informieren. Ne? Und ich meine, wenn jetzt sozusagen nicht ein bisschen Gegenwind aus der Bevölkerung kommt, dann wäre das einfach so weitergelaufen. Ne? Einfach dass die Steuerzahler als Zahler heranzuziehen, ne? Für etwas, was sie nicht können. Ne?